Alter, ist das eine Massenschlacht? Ich Macht schon halt Spaß. Nichts. Alter, gut, dass wir auf jeden Fall alle Haie mitgenommen haben. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wenn jetzt gleich oben alle Haie gestorben sind von uns, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das Fischfutter ist schon mal weg, ja. Weg. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved Folge 174. Natürlich wieder mit dabei. Kuss geht raus, 99 mit Level 99. Servus. Hallo. Servus. Ja, wer will mich einfach gucken? Ich bin der Manuel. Ja, ich bin der Manuel. Ich gehe auf die Straße und kauf mir mehr. Ja, Leute, hast du das eigentlich in der letzten Folge angekündigt? Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, was wir jetzt machen. Ich habe nur gesagt, dass wir in eine Höhle reingehen, aber in welche habe ich nicht gesagt. Gut, ich zeige euch kurz mein Inventar. Vielleicht werdet ihr es schon erraten haben, wir gehen in die Unterwasserhöhle. Und zwar in die rechte, wo wir das letzte Mal dran gestorben sind. Dafür fliegen wir jetzt erstmal zu unserem Haifischgehege. Haifisch haben Hai. Und ja, wir haben jetzt mal ausgerechnet, theoretisch können wir 16 Tiere mitnehmen. Müssen jetzt so rechnen. Das heißt, zwei Pokebälle von dir, also einer für neben ist ja safe immer für den. Ich glaube, jeder erstmal drei. Das sollte reichen. Wir schwimmen ja eh dahin. Ich bin dumm. Ja, Digga, du weißt, wie wir es letztes Mal aufs Maul bekommen haben. Ich würde alle mitnehmen. Ich würde drauf scheißen. Ich würde zwei, einen männlichen, einen weiblichen hier lassen und alle anderen mitnehmen. Scheiß drauf. Sicher? Ja, ist doch scheißegal. Die bumsen doch nur. Ist doch egal. Okay. Nimm jetzt hier Fischfutter 3. Ist männlich. Lassen wir hier. Und Heinrich ist, nee, ist auch männlich. Heike 275. Ja, und Heike lassen wir hier. Fischfutter und Heike. Das sind die High-Leveligsten hier und die anderen nehmen wir alle mit. Hatten wir eigentlich schon mal so ein, Jetzt hätten unsere Dings. Fische da gestorben sein müssen. So, Dings, ich fange schon mal an, die mitzunehmen. Hier. Was hat mir? Ein Basilo? Nee, tatsächlich noch nicht. Wenn die jetzt draufgehen, haben wir ein Problem. Oh, schön. So, der erste Hai ist schon mal drin. Ich zieh mir einfach mal die. So. So, dann nehme ich mal noch einen Heinrich. Heinrich, komm mal mit. Heinrich. Wahrscheinlich kommen wir eh nicht auf mehr raus als so drei jeder. Das machen wir, ziehen wir auch schon mal an. Also ich habe jetzt zwei. Du hast jetzt zwei, ich habe jetzt noch gar keinen drin. Perfekt. So. Ich glaube, das wird wirklich nicht wesentlich viel mehr rauskommen. So, Fischfutter 3. Mit Fischfutter 3 hätte ich... Du hast einen weiblichen und einen, männlichen lasse ich hier. Doch, wir haben schon einen gebumsen lassen. Von dem Basilos? Ja, wir haben Bobby, wir haben Mona und wir haben Oh stimmt, Karen. Wir haben Bobby. Lul. Ne, Bobby ist meiner. Ja, aber... Ach, scheiß drauf, ist doch scheißegal, wer wessen... Also, aber Lul, eigentlich müsste wir... Bobby nochmal die Mona gerade schwängern. Gut, würde ja voraussetzen, wir würden mit zwei männlichen dann dahin schwimmen. Ah ne, Carmen kann ja auch. Stimmt. Ja, genau. Ja, dann lass das gerade mal machen, oder? Schnell. Mona, komm mal bei mich bei... Ah ne, du musst Bobby hinparken. So, warte mal, ich habe jetzt... Ich habe jetzt drei. Hier schwimmen noch vier. Und dahin schwimmen die zwei. So, Bobby, das heißt, ist verhalten. Du nimmst einfach Paarung aktivieren. Vier mit. Also heißt, wir haben insgesamt. So, Mona, verhalten, Paarung aktivieren. Du nimmst die vier hier oben mit. Fischfutter 7, Fischfutter 6, Fischfutter 1 und Fischfutter 5. Okay. Und dann habe ich drei, du vier. Heißt, zusammen haben wir sieben. Also passt, das sollte easy reichen. Sieben Stück. Wenn es nicht reichen sollte, ja gut, dann gehen wir halt eh drauf, ne? Sag ich so, wie es ist. Alter, Leute, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ne? Oh nein, ich hab Fischfutter 1 wieder rausgeworfen. Perfekt, gut gemacht, Junge. So, Mona. Stimmt, hast recht, dann habe ich Carmen, du hast Bobby und dann ist Mona schwanger. Die ist ja eh weiblich. Gut, im schlimmsten Fall kriegt sie ein Mädchen, aber gut, das ist dann Schicksal in dem Moment. Machst du halt nichts. So, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ja, aber dann hätten wir zwei Backups, so... Ach, er will einfach nicht weitermachen hier. Sie ist schon schwanger? Das hört sich gerade so an, als wäre ich schon schwanger. Nö. Oh, auftauchen. So, also Heike und Fischfutter 3 sind unsere neuen Bumsis. Weil bei den Haien ist uns ja eh die gute Mutation in Hinsicht auf Farbe und so egal gewesen. Wir wollten die halt nur züchten. Genau, die sollten einfach nur da sein. Damit wir die jetzt alle aufs... Ja, umbringen. Dass jetzt alle von uns gehen. Ja. In dieser Folge werden wahrscheinlich ein paar sterben. Es werden safe Warum? Welche raufgehen. Weil du den erstmal wieder wechseln musst. Du hast immer noch den gleichen Pokéball in der Hand. Ja, ne, ich hab den ja gewechselt. Nein, du musst dann nochmal die Taste zum Wechseln drücken. Du musst den quasi unten in der Leiste nochmal auswählen.
Du hältst die ganze Zeit einen Pokéball in der Hand. Ja, ne, dann habe ich die Masche ja die ganze Zeit. Aber irgendwie funktioniert das hier gerade nicht. Dann machst du es falsch. Bei mir hat sich einmal Probleme gegeben. So. Ist sie jetzt mal schwanger? Noch nicht, aber hier Sekunde. Jetzt rastet die wieder aus. Stöhngeräusch jetzt. Alter Schwede, ey. Auch 300 IQ von uns, ne? Verhalten. Die ist jetzt schwanger für eine Stunde. Warum? Wir sind zwei Stunden gleich unterwegs oder was? Ja, perfekt. Naja, scheiß drauf. So, ja, ich setze mich schon mal auf Garmin. Ich setze mich schon mal meine Flasche auf. Nee, ich schwimme an der Wasseroberfläche erstmal, bis wir da sind. Ja? Ja, ich will die Towerflasche nicht verschwenden. Ja gut, hast du eigentlich recht. Mach ich jetzt auch. Setze mal die Tür zu. Ich bin vor der Pulli draußen. Ja, ich weiß. Mach den Gamma erstmal runter. So, ja, Leute, die Reise dahin werdet ihr jetzt nicht sehen. Ist das hell? Mm. Die Reise dahin werdet ihr jetzt nicht sehen. Aber ja, nach dem Cut sind wir dann quasi wieder da. Also bis gleich. Tschüss. So, Leute, wir sind angekommen und an einem schweißtreibenden Moment schon wieder, wo die Haie alle abgehauen sind. Wir haben einen Hai verloren, ist mir auch scheißegal. Der Hai geht mir jetzt richtig hart am Arsch vorbei. Gehen wir in die Höhle. Lorenz hätte schon die Haie raus. Der Folgeabstand ist, der können auch noch 10 Meter höher. Ich habe den halt nicht verändert. Warte mal, ich muss den gerade mal ändern. Ja, der ist Mittel. Standardmäßig Mittel. Dann weißt du, was ich jetzt mache. Ich mache den jetzt auf mal hoch. Wie gesagt, warte mal. Nimm mal noch einen Hai von mir, da hat jeder 3. Okay. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Der eine Fischfutter 1 rastet gerade richtig aus hier. Ja, du musst halt mal alle anhalten, pfeifen, ne? Warte, ich mache hier einen auf. So. Eine anhalten. Hält einer an? Ja. Weil dann hat jeder von uns 3. So. Ja, Leute, die Action geht los. Wir haben halt den Adler noch im Schlepptau, ne? Wenn die verrecken. Wir dürfen, ja gut, ich sag mal, ich hab's schon mal gesagt und ich sag's auch wieder. Die Adler sind halt jetzt schon schlecht im Prinzip. Die sind schon von den Mutationen her schon schlechter als alle, die wir jetzt haben. Aber gut, ist eher emotional, ne? Ja. Gut, ja, Lorenz, wollen wir rein? Ja, komm, rein da. Rein! Let's go. Mit den Haien im Schlepptau, ich sehe nichts außer Hai-Ärsche. Deswegen habe ich jetzt auf hoch gemacht, das ist wesentlich angenehmer. Machen wir es wie beim letzten Mal, wir ziehen die jetzt hier quasi... Warte, das ist glaube ich jetzt schon potenziell zu... Nee, der Alpha hat uns noch nicht gemerkt. Was ist der Alpha für ein Level? 132 weiblicher Alpha. Direkt hier vor ums Eck. Ein Alpha direkt? Ja, der war aber letztes Mal auch schon da einer. Leute. Und verhalten... Hoch. So. Ich bin ja ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe schon ein bisschen Angst, ne? Ein bisschen Angst, aber naja. Gut, ich würde einfach sagen. Komm rein da. Wie viel Level hatte der Alpha? 100 irgendwas. 100 irgendwas. Wir hängen gerade schon wieder so auf einem Fleck. Ich kann mich hier nicht bewegen. Ah, gut, die Haie kommen raus. Perfekt. So. Einfach drauf, einfach drauf. Ja, einfach rein, wirklich. Alter, ist die Action. Da kommt noch ein Alpha. Zwei Alphas direkt. Ja. Alter, ist das hier Massenschlacht? Macht schon Spaß! Nichts. Alter, gut, dass wir auf jeden Fall alle Haie mitgenommen haben. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, wenn jetzt gleich oben alle Haie gestorben sind, von uns, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist schon mal weg. Fischfutter ist weg. Wenn der erste Schwung weg ist, lass die Haie nochmal leveln. Ja, leveln. Ja, gut, wir müssen halt Level abbekommen dafür, ne? Also ein Hai ist auf jeden Fall schon mal tot. Ja. Das ist keine gute Bilanz, aber auch keine schlechte Bilanz. Okay, der Megalodon ist tot. Aber ein Alpha ist auch der weg. Alpha ist tot, ja. Der zweite ist jetzt auch jede Sekunde dran. Zweiter ist tot. Ist auch dead. Die Level habe alle, glaube ich, nicht abbekommen zum größten Teil. So, mal kurz gucken, was ich jetzt habe. Aber erstmal ganz scheiße rausschmeißen. Ich habe ein Level bekommen. Also unser Hai greift da hinten noch an. Alpha, ja, perfekt. Gut, wenn er jetzt so dumm ist und dahin schwimmt, dann... So, ich gehe bei mir mal... auf. Ach, ich bin Level up, lul. Also Gewicht. Bei mir folgt gerade nur noch einer. Einer von mir ist gestorben, der andere ist hinten am Fighten. Warum der bei dir am Fighten ist, verstehe ich tatsächlich jetzt null, ne? Jetzt kommt meiner auch dazu. Nee, der Fighter da hinten, der wird jetzt auch verrecken wahrscheinlich. Ich will aber jetzt auch ungern rein. Ich gucke jetzt gerade mal, ob die Level bekommen haben. Ja, einer hat noch 4. Alter, der ist so vom...
vom Leben runter schon, krass. Carmen so, hat nichts dazu bekommen, Carmen hat aber auch fast kein Leben verloren, richtig gut. Ja, bei mir auch. Aber der Carmen saß sich ja drauf, ja moin, macht ja gar keinen Sinn, meine Aussage. Ah, der hat die hingelockt, die Viecher. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht. Carmen. Oder jetzt sind normale Haie, die sollten jetzt nicht das Problem darstellen. Nee. Ah, das ist gut mit den Haien. Ja, das ist auf jeden Fall schon wesentlich besser. So, absteigen, nochmal gucken, Level. So, du kannst noch ein Level bekommen. Der kann 17 Level bekommen. Lol. Ja, die haben wir halt viele. Ich force wieder auch ein bisschen. Der macht jetzt mal ordentlich Nahkampfschaden. So, wo ist der andere? Und nochmal eins auf Leben. Der hat 10.000 Leben. Vier Level. Also Fischbutter 1 ist sehr gut. Der geht auf Nahkampfschaden und noch ein bisschen auf Leben. Aber es ist jetzt das Force-Feed, was jetzt auch aufhalten würde. Gut, in der Zeit, so, was hast du dazu bekommen? Oh ne, du warst ja, Herr Heinrich, ist ja sowieso schon Baba gewesen die ganze Zeit. So, bisschen Force-Feeden erstmal. Der Heinrich. Haben wir einen Heinrich ist halt da drin? Ja, Heinrich ist von mir, ne? Heinrich ist, glaube ich, von dir gewesen, ja. Aber das merkst du auch, weil wir die halt aktiv gespielt haben schon. Ja, Heinrich ist, glaube ich, von mir. Ich habe 4 Alpha-Megalodon-Flossen. Ja, perfekt. Mal gucken, ob er hier irgendwas hat. Also Leute, ihr habt den 100%igen Plan ja noch gar nicht mitbekommen. Wir haben ja, wie ihr es in meinem Inventar seht, unsere 2 Adler dabei. Weil dann gleich am Ende von der Höhle geht es nochmal an Land. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es an Land geht, ne? Ist das Ding. Wir haben gesagt, wir nehmen die Adler und fliegen einfach da durch. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn wir dann an Land gehen, nehmen wir auch die Tiere, also die Haie und die Basilos auch mit wieder. Deswegen packe ich mir jetzt gerade schon mal die Pokebälle ins Inventar, weil ich will die ja nicht hier allein rumschwimmen lassen, das ist mir dann zu riskant. Ja. Pack mir einfach mal 3, 4, 3. Force-Feeden hier. Also ein Hai ist auf jeden Fall im ersten Fight schon mal von uns gegangen. Ja, das könnte halt potenziell mit der jüngste, schlechteste gelevelte gewesen sein. Ja, ich glaube Hai oder Fischfutter Nummer 7 oder sowas. Ja. Gut, ja, komm, lass weiter, oder? Ja, warte mal kurz, ich würde den hier ein bisschen force-feeden. Es ist aber auf jeden Fall... Wo ist mein... Achso, da ist Carmen. Es ist auf jeden Fall mehr... Ah, wir hätten... Scheiße, wir sind dumm gewesen. Wir sind dumm gewesen. Wir hätten den allen noch einen Sattel geben müssen. Dann hätten die ein bisschen Rüstung gehabt. Egal. Ja, gut, stimmt. Weiter geht's. Das war ja schon ein großer Schwung. Das war jetzt nicht schlecht, ne? Ja, und vor allem 2 Alphas dabei gehabt, ne? Ja. Weil da könnte jetzt sein, dass hier vorne die Alphas oder da vorne sind, so, oder? Also ja, hier vorne sind aber keine Alphas. Kein Alpha, ne? Wir müssen jetzt hier aufpassen, aber jetzt kommt der zweite Schwung. Der zweite Schwung kommt. Jo. Ich versuche schon so viele Quallen wie möglich ist auch kaputt zu machen. Zitterale, das ist nämlich das jetzt. Oh. Ja, ist jetzt eine blöde Kombi. Ja. Ich bin hier an den Quallen dran. Quallen sind tatsächlich zum Teil schon. Gefühlt mal meine weg. Greifen hier nicht an oder so. Hat ich aber auch gerade eben zwischenzeitlich das Gefühl gehabt. Aber ist nicht so. So. Gut, jetzt gibt's hier auch noch Stressbrett. Unsere Haie sind schon gut blutig, ne? Ja. Basilo, ich bin nochmal ein Level up mit meinem Basilo. Ich komme hier nicht raus. Dieses Schuppentier, Alter, was macht das? Einen Schaden oder was hält das aus, eher gesagt? Ich verstehe es nicht, ne? Macht gar keinen Sinn. So, der heißt tot. Ja, das ist komplett was anderes, was wir hier gerade spielen, ja, als das erste Mal. So, das Schuppenvieh ist auch weg. Gott sei Dank, so jetzt erstmal hier. Oh, der eine Fischfutter 2 von dir ist übelst blutig. Da muss man bei mir ganz viel Scheiße rausschmeißen. Ich will mal gerade mit meinem Stück weit nochmal zurück, dass sie hier mal hinkommen. Die sehen aber auch noch gut aus. Ungefähr 20 Pikes. Ich bin nochmal Level up, ich gehe bei mir nochmal auf Schaden. Boah, der braucht so, unbedingt Futter Schaden. Fischfutter 2, ja. Den muss ich forcieren. Jo, meine auch, ja. Ich muss auch mal forcieren gerade. Oh, komm halt nicht so schnell voran, ne, aber... Ja gut, aber lieber wir spielen es sicher als jetzt hier. Ja, ich sag mal so, zurück können wir immer noch durchpacen, ne. Würde gerade sagen. Fischfutter 6, wie siehst du aus? Also das hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Ich weiß nicht, ob es noch einen besseren Weg gibt, die zu clearen. Viele haben ja auch geschrieben, mit einem Plesio wird es auch noch stark sein. Plesio? Anglerfisch wurde hier gerade geklatscht, interessant. Genau. Was meine Intention ja immer noch ist, ist die Frage, kann man unter Wasser einen Geschützturm auf einen Plesio-Sattel bauen? Heißt, du musst ja einen Generator brauchst du ja zum Beispiel dafür.
Die Frage, ja. Ob, wenn das möglich wäre, ja, wäre übel geil. Gehst hier rein, einfach ein Geschütz drauf, machst alles weg. Wäre übel krank. Also der Fischfutter 2 ist jetzt auf jeden Fall über Hälfte Leben, fast drei Viertel Leben. Der ist aus Reichweite geschwommen. Interessant, schön. Oder ich bin ja aus Reichweite getrieben. Aber die sind beide auf jeden Fall, also sind meine Haie sind jetzt gleich wieder fast full Leben. Ja, meine so Hälfte, drei Viertel. Ich geh jetzt nochmal auf Fischfutter auf 4, heil den nochmal ein bisschen. Er hat schon wieder ein Level. Ja, es war wirklich die Lösung tatsächlich, dass wir hier sagen, okay, wir holen einfach noch mehr Haie an Bord quasi. Wir müssen halt nur gucken, dass wir halt auch noch bis zum Ende hinkommen. Wer weiß, hat uns noch erwartet. Ich sag's dir, wie es ist. Eigentlich müsste am Ende jetzt mit den Adlern alles möglich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann nochmal ein Unterwasserabschnitt kommt. Das wäre. Keine Ahnung. Das wäre krank. Ich wäre ready. Ja, ich denke, ich mein's auch gerade noch. Ja, bin auch ready. Hier ist mein Delfin. So, Leute, Abfahrt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Part, den du ja noch nicht kennst. Ja. Also, wir gucken jetzt auch erstmal nicht auf die Loot Drops. Wir schwimmen einfach erstmal bis zum Ende durch, weil hier durch. Ist. Ja. Schwimmen wir einfach hinterher. Und hier war nämlich so zum Beispiel der Part, wo bei mir auch nochmal Action anfing, weil ich hier. Ja, hier kommen jetzt Haie. Jetzt kommt ja die nächste Welle. Genau, erstmal die Welle clearen, bevor wir jetzt hier dumm irgendwo reinschwimmen. Ah, easy. Und zum Glück nur normale Haie. Aber auch wieder drei von diesen Schuppenfischen jetzt ja, hier, die ne? Schuppentiere, die halten halt übel viel aus, ne? Piranhas waren auch schon wieder ein paar da. Das Gute ist, wenn wir es schaffen, die Quallen halt so schnell zu töten, können unsere Haie, also haben unsere Haie halt kein Problem, ne? Ja. Ist hier soweit alles fertig? Ja. Können wir eigentlich direkt weiter, oder? Jo. So. Abfahrt. Ja, schwimm du mal vor, schwimm dir nach. Ja, moin, hier kommen die nächsten Haie. Zitterale. Jo. Seh ich. Ich glaube, man merkt auch anhand daran, wie still wir sind, so den Fights, das ist doch ein bisschen, ja. Aber die Zitter alle sind halt so. Auch fucking wendig, ne? Ja. Aha, einer tot, so, der letzte jetzt. Komm, stirb doch jetzt. Stirb doch bitte. Ein bisschen braucht er noch, der zieht durch schon. It's dead, yo. Nice. So, jetzt muss ich mich gerade hier kurz mal orientieren. Ich muss ein Stückchen hochschwimmen. Ja, okay, ich hab wieder Weg. Komm, bist du bei mir, oder? Stopp. Ja, ich bin bei dir. Stopp, bevor ich mich jetzt. Oh. Ich hatte das letzte Mal gemacht, ich bin hier kurz mal in die Oberfläche geschwommen, weil die kannst du, glaube ich, sogar raus. Ja, hier kannst du rausgucken. Alter, das sieht so krass hier aus. Ja, moin. Aber man muss weiter unter Wasser her. Man muss weiter unter Wasser. Ich glaube, man muss jetzt hier, wo ich jetzt bin. Jojo, hier geht's. Ja, hier sind wir richtig. Hier war nämlich, wie gesagt, ein Moment, wo ich dann nochmal übelst die Action hatte. Und im Prinzip einfach nur noch durchgeschwommen bin. Bei mir fehlt ein Hai. Ja, der fightet gerade. Ah, da kommt der. Der kommt auch die nächste Welle mit allen Tieren hier. Ja, hier kommt eine ordentliche Welle. Hast du gepfiffen? Ja, ich hab nochmal neutral gepfiffen. Ich hatte das Gefühl, zwei hatten nicht mit angegriffen. Wahrscheinlich auch nochmal pfeifen. Oh, meine Haie fighten da hinten auch. Ich versuche die immer gerade zu unterstützen. Ja, der fickt den gerade. Der fickt den gerade. Oh, Action bei meinen. Ja.
Massenschlägerei hier, ey. Das ist so gut mit diesen Basilos, dass wir quasi die, die Quallen halt damit gut rausnehmen können. Ja. Alter, die sind richtig blutig, die werden gleich safe abnibbeln. Die Qualle hält aber auch alles aus, Alter. Alter, jetzt ist immer tot, ja, einer von der Killerkralle 4, Killerkralle. Der hält nicht mehr so viel aus. Alter, sind die blutig. Das war aber auch eine große Welle gerade nochmal. Die dürfen eigentlich nicht mehr fahren. Ich schwimme mal mit denen ein Stückchen weiter nach vorne schon. Ja, die eine, also die zwei, ich hänge in meinen Haien fest. Bist du hinter mir? Nee, ich bin nicht hinter dir. Aber die sehen noch gut aus, meine Haie. Ich komme jetzt wieder zu dir. So. Wenn die sich beruhigen, ist gerade in meiner Umgebung safe. So, jetzt force feed ich nochmal ein bisschen. Alter, die sind richtig blutig. Ich bin jetzt hinter dir. Jo, die hätten jetzt noch. Die hätten vielleicht da unten ist ein roter Loot, den wo wir gerade gekillt haben. Da gehe ich gerade mal hin, ja. Jo. Ich force feed jetzt sowieso gerade erstmal. Alter! Bin an dem roten Loot. Boah, zwei Sättel. Carmen, komm bitte her. Bobby, bleib bei mir, bleib. Zwei Sättel ist ja schön belohnt, Alter. Bobby, wo willst du hin? Können wir uns jetzt bitte mal alle wieder hier beruhigen? Danke. Können wir uns bitte alle einmal beruhigen? Aber wir haben jetzt eh nicht mehr weit bis zu dem Landpart. Dann können die erstmal sowieso in den Pokebällen chillen. Das ist das Gute. Weißt du, wenn sie das dann regenerieren? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's jetzt einfach mal. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Alter Schwede, ist das hier eine Action. Das ist schon nicht ohne, muss man leider mal sagen. Ja, die Wellen, also, die hier dann von denen kommen, das ist halt schon echt, ja. Vor allem, wenn dann so eine Kombi ist, halt wie Quallen und Zitterale, die ist halt übel stark einfach, ne? Ja. Quallen halten fest, die Zitterale pacen einfach voll rein. Die kriegen ja auch, kriegen die so eine Art Bonus wie die Dilos, halt, dass je mehr da sind, desto stärker ist der Schaden, den sie machen. Kurz hier gucken, was Killerkralle, Fischfutter 2 macht. Okay, dem geht es tatsächlich sogar ein bisschen besser. Im roten Loot, da war nur Müll drin gerade. Recht unbelohnt. Ah, der 5 Level hat der nochmal dazu bekommen. Alter. Ich gehe full Schaden, ist mir scheißegal. Schade, dass der eine direkt verreckt ist. Ja, der tut mir ein bisschen leid. Ja gut, aber warte mal. 7, schreibt er mal die Liste. Ich wollte gerade sagen, ich gucke jetzt sowieso mal nach, weil das wird der Safe der gewesen sein, der als letztes dazu kam. Fischfutter 8 und 9 haben wir sogar noch. Fischfutter 7 geboren und gestorben. Aber dafür sind die Haie da, ne? Genau für ja, das. Ja. Folge 174. Oh, hat aber lange überlebt, ne? Von 158. Durfte er einmal raus und stirbt direkt. Ja. Vor allem, er war ja noch nicht mal richtig draußen, er war im Pokéball, er hat noch nicht mal vom weiten Meer gesehen. Er hat nichts gesehen, er ist gespawnt und war in der Höhle drin und hat direkt aufs Maul bekommen. Er war voll motiviert, er war übermotiviert. Ja, der hätte ein bisschen chilliger angehen müssen. So, also ich würde jetzt sagen, ich will den eigentlich nicht so lang force-feed, das nervt jetzt ein bisschen. Ich pack den einen gerade hier in den Pokéball schon rein. Der ist mir sonst zu nehmen. Ich will nicht, dass der stirbt, aber ich will ihn jetzt auch nicht force-feeden. Okay. So. Nehme ich mal hier das Essen von dem mit. So, der ist ja, jetzt also, soweit. Wir könnten dann, also von mir aus, ich bin wieder quasi ready. Ja, mir fehlt ein Hai. Ah, ne, da ist er. Wie gesagt, der wir sind jetzt eh gleich jede Sekunde Fisch da. Von der 1 ist richtig gut, Alter. Der. Ich bin mal, ich würde gerne im Schnitt irgendwie drauf achten, wer am meisten gekillt hat, ne? Weil zum Beispiel aber Heinrich, ich glaube, Heinrich steckt einfach nur sehr viel ein und teilt gar nicht mal so viel aus. So, ich komme mal zu dir jetzt. Jo. Oh, mein Basi ist auch ein Level up. Der geht natürlich auch nochmal auf Nahkampfschaden. Nahschaden. Bin ich wieder bei dir? Let's go. Ich bin halt jetzt gespannt, ne? Ich kann dir gleich die Stelle zeigen, wo ich dann gestorben bin, weil danach kenne ich mich halt auch noch nicht aus, ne? Jetzt kommen hier noch zwei dicke, fette Alphas, lach ich mich schlapp, ne? Alphas ja, werden jetzt echt ist, kritisch, ja, ne? Da vorne ist sogar ein Alpha. Es ist halt wirklich ein Alpha. Oh nein. Ja, und er kommt. Also rein in die Olga. Oh, der schwimmt schon so, als wäre der uns... Und das sind sehr viele Haie. Ich, also, gut.
Fischfutter 2 war nett, dich kennengelernt zu haben. Ja, wir müssen jetzt. Warte mal, hier kommen gerade erst noch zwei andere. Die machen wir jetzt gerade erstmal. Gerade ist der Alpha noch nicht da. Dann können wir hier die vielleicht clearen. Ja, deine Haie blockieren gerade noch ein Stück weit den Weg. Weil dann haben wir jetzt hier schon mal die erste Flut wieder abgesäbelt. Jetzt, der Alpha-Hai wird jetzt kommen. Warte mal. Nee, der kommt. Oh ja, der kommt. Warte mal eine Sekunde. Ich wollte die einzeln mit Pfeilen locken, weißt du? Oh, der Alpha ist wieder auf mich fokussiert. Level der hat. Ja, hier wird halt jetzt safe gleich ein Hai drauf. Obwohl, der ist ja schon blutig, der Alpha. Nee. Ich gehe voll auf den Alpha. Ja, der ist tatsächlich schon ein bisschen blutig. Meine Taucherflasche ist kaputt. Echt ungünstiger Zeitpunkt, Spiel. Ja, der ist so sehr blutig schon. Der ist relativ low level. Jo, ist tot. Der ist tot. Geil. Schuppenfische noch. Jo. Ich habe nochmal neutral gepfiffen. Aber ja, Schuppentier ist der erste tot. Ich setze mir kurz mal eine Taucherflasche an. Jo, das war ja natürlich sehr schlau, was ich gemacht habe. Alter, dass der Hai noch überlebt, also Fischfutter irgendwas. Ey, wie sie nicht angreifen? Wahrscheinlich will ich auch ein bisschen Blockierpotenzial, ne? Ist ja tatsächlich. Komm, Heinrich, teil aus. Jo, gut gemacht, Heinrich. Sehr schön. Gut gemacht. Aha. Besser ist. Oh, wir hängen so hart ineinander. Oh, oh. Ah, ich bin draußen. So. Das hier war eine Ecke. Oh, hier ist ein Dings. Explorer Note. Oh, ja. Von den Quallen. Schön. Hier war der Moment, wo ich nach oben gehuckt habe. Ich komme da nicht dran. Ja, ich lock meine Tiere gerade weg. Muss mit dir quasi. Also muss näher. Hier war der Moment, wo es anfing bei mir, wo ich gepanickt habe. Das war, ich war auf meinem Basilo unterwegs und wollte, was wollte ich machen? Ich wollte den Force feeden. Ich werde noch ein bisschen am Force feeden. Ja, ich wollte, mach ich auch gerade nochmal. Ich wollte meinen nämlich Force feeden und bin da auf den Sattel drauf gekommen, weswegen ich ja dann den Sattel ausgezogen habe und der halt dann keinen Sattel mehr hatte und ich dann runtergeflogen bin. Ja. Und ich bin ja einfach nur noch geschwommen. Ich habe ja einfach auf alles geschissen, was hinter mir war. Da ist er halt bei gestorben, ne? Das Fischfutter 2, das gerade überlebt hat, ne, muss ich sagen, ich bin stolz auf ihn. Ja, bei mir ist Fischfutter 6 momentan so ein bisschen immer am Struggeln. Na gut, wenn sie sterben, dann sterben sie. Das ist mir so scheißegal tatsächlich. Ja, aber trotzdem, wäre gut, wenn die überleben. Weißt du, was mich gerade wundert? Dass wir Hast du Fischfutter 8 und 9 bei dir? Nee. Sind die schon mal irgendwo gestorben und wir haben es einfach nicht eingetragen? Safe haben wir so viele Tiere vergessen, als tot einzutragen. Ja, vielleicht sind die einfach gestorben. War in dem Ding überhaupt noch Fleisch drin? Ja, da habe ich immer mal wieder Fleisch reingetan. So, ja. Na, Fischfutter 1 gerade nochmal gucken. Fischfutter 1 ist meine Killermaschine hier gerade. Das hat ein Heinrich dafür ein Problem, Alter. Ja, Fischfutter 1 ist gut. So, also ich wär ready. Ja, ich bin auch ready. So. Ja, wie gesagt, hier war dann die Ecke, wo ich Panik bekommen habe. Oh, Alpha. Alpha. Oh nein. Scheiß rein da. Wir müssen rein. Wir müssen rein. Ich habe keine Ahnung, ich habe mein Fernglas nicht dabei. Der wird wahrscheinlich stärker sein als der andere. Und Zitterale. Und Quallen. Da wird jetzt safe ein weiterer Heiler uns drauf. Fischfutter 2 wird safe drauf gehen hierbei. Diese Scheiße, dass die aus dem Nichts kommen auf einmal, die Haie. Ich sehe gerade nichts. Fischfutter 2 wird safe gleich jetzt einen Löffel abgeben. Ja, der ist aber schon wieder sehr blutig, der Alpha. Ja, es hört schon ab. Jo, der ist tot. Da ist er weg. Schön. So, irgendwelche Tiere hier? Fischfutter 2 ist Überlebenskünstler. Alter, ich wollte gerade sagen. So, und jetzt müssen wir hier hoch. Straight nach oben schwimmen. Kann man hier nicht weiter? Nee, kann man einfach nicht weiter, ne? Ja, und nee, hier sind wir auch da. So, jetzt steigen wir ab. Pack mein Basilo hier rein. Warte mal, hat der noch irgendwas im Inventar, was ich gebrauchen kann? Ein paar Stecken Fleisch vielleicht. Ich war da sogar noch am Fighten, Lul. Fischfutter 2, oh, du hast jetzt auf jeden Fall. Du kannst jetzt hier genüsslich in deinen Pokéball rein.
Sonst hast du... Alter, wie ruhig das auf einmal ist. So, ich gehe schon mal kurz an Land, damit ich mal aus dem Wasser raus bin. Perfekt, mir folgt nun Heinrich, sorry. Ich hätte fast Heinrich vergessen. Wollte ich nicht. Alter. Ist intens, ne? Es, also, diese Wellen, die dann kommen, ne, dann denkt man sich jedes Mal, Alter, was tötet man jetzt alles? Und man guckt einfach nur oben in den Chat sozusagen rein und hofft, dass nichts Rotes aufploppt. Ja, true. Ich mache gerade hier von dem noch das Päckchen mit dem Essen mit, wie ich schön ins Wasser reindrifte. Weil ich das... So, das. Das. Ja, hier ist es jetzt so ruhig, ne? Jetzt mit dem Adler weiter, oder wie? Jo, so, pass auf. Wir müssen vor allem die Adler jetzt mit Fischfleisch füttern. Das ist... Oh, perfekt, direkt Optimus Prime rausgeholt. Optimus Prime, Anführer der Autobots. Und... Wir mal Lockdown. So, jetzt direkt den Essen ins Inventar packen. Ja, ich habe den auch schon reingepackt. So, ja, das, der Rest müsste jetzt, meiner Meinung nach, müsste der jetzt relativ gut... Bin ich einfach meine... Okay, let's go. Ja, und hier bin ich dann, habe ich angefangen durchzulaufen. So nach dem Motto... Wollen wir fighten, oder? Und hier bin ich dann gestorben auf der Höhe. Och ja. Alter, so, ist hier riesig. Links, warte mal, sind wir gerade im Kreis gelaufen? Achso, ja, wir sind im Kreis gelaufen. LOL! LOL! Guck mal, wir müssen über die Brücke. Wir können einfach noch eine Abkürzung... LOL. Ja gut, Alter, wir fliegen halt jetzt hierher, ne? Was ist das für eine Höhle? Safe kann man hier die Höhle einfach komplett clearen, indem man herfliegt. Hier ist nix. Alter Vater, was ist das für eine Höhle? Die ist krank, oder? Wir müssen gleich safe nochmal einmal ins Wasser, um das Artefakt da rausholen, weil das muss ja im Wasser stehen. Ich weiß halt nur nicht wo, ne? Das ist ein Albino! Oder ist wie die einfach nur angeleuchtet? Die ist, glaube ich, einfach nur angeleuchtet. Da ist ein Alp, obwohl die könnte... Naja, die ist doch schon ein Albino. Ja, die wird angeleuchtet, du bist nämlich genauso hell. Naja, doch, ja. Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Ansatz... Ja, warte, wir fliegen gerade mal einfach... Pass auf, wir müssen jetzt einfach mal nach dem Weg fliegen, tatsächlich. Können auch... Nee, können wir nicht. Vorne her, weil die... Ich habe gerade echt Angst, dass es im Wasser doch weitergeht und dass das hier gar nicht der... Obwohl, die vorne sind treppenähnliche Dinger. Aber hier ist ein Artefakt nur. Also eine Explorer-Node. Wir müssen safe wieder ins Wasser. Das Artefakt ist safe im Wasser. Ja, ist ja auch eine Wasserhöhle, ne? Alter, nee, das wäre jetzt... Dann habe ich keine Ahnung, wo es ist, ne? Dann... Können wir hier in die Diamanten reinfliegen? Ne, kann man nicht. Und von hier sind wir ausgekommen, ne? Naja. Es wummert aber auch nirgendwo. Wo bist du jetzt? Ich bin gerade nochmal... Ich fliege hier gerade einfach weiter, geradeaus. Ja, hier ist auch Ende vom... Auf, also Landbereich. Ja, safe, wir müssen ins Wasser wieder. Ich fliege nochmal über die Brücke. Vielleicht kann man da hinten irgendwie ins Wasser rein. Ah, hier bist du. Jo. Ja, hier hinten kann man ins Wasser rein, aber das ist halt einfach eine Ecke, wo wir halt auch hergeschwommen sind. Sicher? Ja. Ja, perfekt. Warte mal. Was haben wir denn hier noch behalten? Folgeabstand hoch. Vielleicht ist das wieder das Problem. Ja, ist glaube ich auch. Warum ändert der sich? Ist auch wieder sowas, was ich nicht verstehe, Ark. Ich habe das Ding in den fucking Pokéball gepackt. Warum ändert sich der Folgeabstand? So, ja, ich wäre bereit. Ich auch. So, Leute, wir haben wahrscheinlich das hier jetzt rausgeschnitten, dass wir gerade Force-Feedet haben und den übelsten Stress wieder mit den Arschlöchern gehabt haben. So, jetzt sind wir wieder unter Wasser. Jetzt ist halt die Sache... Jetzt müssen wir auch erstmal das finden, ne? Ob mal, dass hier die Tiere nicht wieder gespawnt sind, ne? Ich glaube noch nicht. Also so schnell eigentlich sollten nicht spawnen, ne? Vielleicht ganz am Anfang die, jo, aber ja, pff, scheiß drauf. Ich sag mal so, wie ich will mir jetzt einfach mal hier... Pacen wir dann im Optimalfall auch einfach nur durch. Ich wollte gerade sagen, ich pace da einfach scheißen. Einfach drauf scheißen, die Quallen können uns ja eh nichts. Ich würde sagen, wir schwimmen einfach mal hier jetzt gleich geradeaus so rüber. Jetzt wummert halt auch nirgendwo was, ne? Ich glaube, Heinrich, der Folgeabstand ist auf hoch. Warum hängst du mir im Arschloch? Ich glaube halt, oh, Quallen oder Zitterale. Ja, es ist so nervig, dass die aus dem Nichts kommen einfach.
Wäre auch cool, wenn ihr mal helfen würdet, Leute. Meine Haie machen einfach nichts, auch cool. Nochmal auf neutral pfeifen. Nein, ich habe zweimal falsche Ziele angezogen. Ich krieg sie nicht getroffen, die Zitter alle, ne? Aha. So, jetzt hier unter der Brücke her sozusagen, genau, oder ja, was? Hätte ich jetzt auch gesagt. Dankeschön. Also sind wir da auch hergekommen? Ja gut, egal wie, wir müssen jetzt den Weg halt abschwimmen, ne? Oh, warte mal, geht's hier noch runter? Jo, hier ist noch ein Alpha. Unten bei dir, oder was? Jo, der kommt auch jetzt. Moin, Werner! Oh, ich bin gerade ein bisschen von dir weg, aber bin jetzt da. Und Zitterale. Da müssen wir hier wahrscheinlich entlang, ne? Ja, geh ich auch stark von aus. So nach dem Motto, schön den... Ja, das ist halt gerade echt schöne Situation hier mit den Zitteralen und allem, ne? Mantas, ein Hai wird jetzt sterben. Ein Hai wird safe sterben jetzt. Komm halt aus nichts, diese Scheißviecher. Das, ja, Fischfutter 2 ist weg. Das war eine Frage der Zeit. Fischfutter 4 macht gleich auch einen Abgang. Jo, da ist er weg. Fischfutter 4 ist weg. Auf jeden Fall ein stärkerer Alpha, aber den habe ich jetzt festgebackt. Ja, der ist nicht ohne. Wir haben nur 3 Haie. Alter, der ist richtig stark. Einer ist auch schon wieder blutig, ein Hit von dem und der ist weg. Oh. Fischbruder 6 ist jetzt gleich tot. Ja, der braucht immer lang. Danke, Haie, dass er auch angreift. Pfeife neutral. Ist unfassbar schlecht, Alter, aha. Hut 348, Bro. 348er, Alter. Ich bin Level up. Zitteraal. Och, Alter. Ist tot. Oh, Gott sei Dank. Gerade nochmal hier ein Stück hochschwimmen. Oh, ist ein blaues Artefakt. Ich glaube, die Artefakte... Oh mein Gott! Ach, scheiße, haben wir schon. Bauplan für überragende Chitin... nicht für Chitin, Flakko-Schuhe. Ah, okay. Naja, mach's nix. So Fischfutter 6 habe ich noch. Einer hängt hier unten gerade noch fest. Ja, der folgt mir dann wahrscheinlich. Fischfutter 1, ne? 1 hängt hier unter der Brücke fest. Oh mein Gott, der hat nur noch 400 so viel Leben. Der muss auf jeden Fall geforce-feedet werden. Ja, ich glaub, kurz vor down. Wohl, warte mal. Nein. Hier sind wir hergekommen, wo wir gerade hinschwimmen. Wo wir gerade hinschwimmen, sind wir hergekommen. Okay. Das heißt, wir müssen noch weiter nach links. Also das Ding ist halt, im schlimmsten Fall werden wir uns halt einfach jetzt gleich ein Video dazu angucken. Gut, ich gehe von aus, es wird jetzt hier einfach hier sehr links sein, ne? Ich muss einen auf jeden Fall vorziehen gerade, ne? Ja. Der hatte nur noch 400 Leben. Stabil. Da ist so ein tech-mäßiges Ding auf jeden Fall. Würde ich eigentlich gerne mal hinschwimmen. Sieht mir cool aus. Ich muss mal kurz mein Stethoskop, wollte ich sagen, mein Fernglas in Inventar packen. Hier ist nichts Besonderes. Eigentlich müsste hier jetzt gleich irgendwas kommen. Hier ist noch ein weiblicher Megalodon und Level 360. Hier halt zu zähmen ist halt, wäre übel krank einfach, aber ja, ne, das geht halt nicht so. Was ist das da? Ein Krebs und ein Stein. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt gleich hier nicht nur noch im Kreis schwimmen, müssen wir uns ein Video angucken. Bringt ja nichts. Ja. Weil, obwohl der hier ist auch der... Hä? Es macht aber auch nichts, einen Ansatz irgendwie, ne? Habe das Gefühl, wir schwimmen halt die ganze Zeit im Kreis. Das Ding ist, ich habe halt jetzt mit mir Heinrich und der wird das hier safe überleben. Easy übernehmen. Überleben. Ja, ich habe auch einen, der halt recht gut ist, aber der andere ist halt... Wieder einfach eine lilane Chitinhose einfach aufgesammelt habe. Stabil. Ja. Blöder cool. Zitteraal, Alter. Ich finde auch immer geil, wie dann meine Tiere mich auch komplett irgendwie vernachlässigen, so. Bobby. Nein. Carmen. Das, Leute, wenn ihr jetzt das Video seht und eine Ahnung habt, wie die Physik von den scheiß Tieren ist, erklärt's mir mal, warum schwimmen die auf einmal einfach panisch weg? Was ist panisch? Sie schwimmen ja einfach weg.
Dann bringt's Pfeifen, bringt ja meistens nichts. Klappt das bei dir da hinten? Die Missviecher hier, die scheiß Zitterale. Einrisch rastet jetzt auch aus. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ja? Jo. Bin ich mir gerade ziemlich sicher. Jo, Alter. Ist cool gemacht, muss man sagen. Vor allem ist es gar nicht mal so unauffällig, wenn man ein bisschen aufmerksam guckt. Also nur eine Vermutung, okay. Es sieht halt sehr stark danach aus. Ja, hier wummert es auch tech-mäßig. Ja, dann komme ich jetzt mal zu dir. Also ja. Der Fischfilter aus 6 wird im nächsten Fight wahrscheinlich verrecken. Ja gut, dann passiert das. Bobby also. Schwimmt hier oben seine Bahn, was er da auch immer so macht, keine Ahnung. Deswegen bin ich so langsam. So, wo bist du? Ich bin auch gerade am Ölen wie Arsch, ne, muss ich dazu sagen. Ich bin halt einfach angespannt gerade. Einfach angespannt. So. Die beiden sind hinter mir. Wo bist du denn jetzt? Schwimm einfach mal. Ich seh dich, genau, ich seh dich. So, pass mal auf. Du siehst ja hier hinter mir. Siehst ja diesen komischen. Alter, warum hängt der mir denn so am Arsch, Alter? Das komische Ding da, ne? Du siehst das ja. Ja. Sieht ja schon anders aus als jetzt alles andere in der Höhle. Jetzt pass mal auf, jetzt schwimmst du dahinter und dann siehst du, was dann nach unten geht. Straight nach unten. Oh ja. Da kommen wir schon hoch. Ich gehe stark davon aus, dass das jetzt das sein wird. Auf jeden Fall. Alter. Oh mein Gott, wir sind voll in den Alpha rein. Aber ja, also einer wird jetzt auf jeden Fall verrecken. Alter, so viele Haie gerade aus den Wänden gekommen, ne? Das nicht unser Ende ist jetzt hier. Ich sag nee. Ja, es sind halt diese Viecher. Ja, Fischfutter 6 ist damit tot. Ich hänge in der Wand fest, stabil. Ja, der Alpha ist aber auch schon gut blutig. Ja, Fischfutter 6 war klar, dass der verreckt. Ja, gut, das ist halt dann jetzt. Machst jetzt nichts. So, wenn der Alpha mal tot ist. Oh, ich muss mal hier hinten, will ich mal helfen. Lass mich mal hier vorbei, Alpha, bitte, danke. Ich kümmere mich hier um den Alpha noch. Und jetzt noch ein Alpha. Zweiter Alpha. Nein. Denk gerade an Heinrich. Heinrich hat hier gerade Action mit Quallen und allem anderen. Fischfutter 1 wird jetzt sterben. Der Alpha ist tot. Heinrich wird jetzt auch gleich sterben. Weil die kriegt gerade von allem Schaden, nur ich krieg hier nicht hier raus, ne? Ein Scheiß, Quallen und so ein Scheiß. Ja, Fischfutter 1 tot. Fischfutter 1 ist tot. Obwohl Heinrich überlebt doch noch. Fischfutter 1 war so gut eigentlich. Ja, der Alpha ist auf jeden Fall High Level. Ist aber jetzt auch tot. Heinrich überlebt es immer noch. Er hat es immer noch überlebt. Ja, Heinrich habe ich halt übel gut gelevelt. Greift aber halt auch nicht an, ne? Oh, da unten ist ein Loot. Nice. So. Atempause. Oh. Durchatmen. Bei mir sind beide Haie weg, ne? Ja. Ich habe jetzt keinen mehr, den ich. Da vorne kommt Zitterale. Ich gehe mal ganz kurz hier an den Loot. Ja. Ah, oh, okay, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist ein Bauplan für ein überragendes Sturmgewehr und ein Bauplan für überragende Metallstiefel. Und die sind, glaube ich, besser als unsere. Nice. Aber wir müssen hier weiter, ne? Bleibt jetzt nichts anderes übrig, ne? Ja, ich glaube, das mit dem am Ende. Noch. Ich habe keinen Hai mehr im Schlepptau. Beide? Ich habe auch nur noch einen. Du hast zwei. Ich hab einen. Ich hab nur noch Heinrich. Ah, hast du nur Heinrich? Naja. Gut, aber hier muss ja jetzt gleich der alle diese Schuppenviecher sind halt übel stark. Ja, Heinrich macht halt gefühlt nichts. Im Prinzip kriegt der nur Schaden. Ja, jetzt, ich glaube, Heinrich stirbt jetzt gleich. Ey, greif, warte mal, pass mal auf. Heinrich geht jetzt von uns. Ey, greif doch mal an, bitte. Ich verstehe es nicht, ne? Es nervt. Die Physik von den Haien ist halt. Gut, vielleicht blockieren Alter, wir den halt. Ah, es ist ja nicht blockiert, wir haben den nur blockiert, glaube ich. Und dann ballert Heinrich auch gut. Panzerschaden ist wieder was ganz anderes jetzt hier. Ja, das ist Heinrich erstmal. Wir hängen gerade übel ineinander. Wir hängen gerade übel ineinander. Wir kommen hier, glaube ich, gerade nicht mehr raus. Oh mein Gott. Wo ist Heinrich hin? Achso, Heinrich. Wir müssen Heinrich erstmal vorziehen. Wir müssen vor allem erstmal den Zitteraal töten. Ein Zitteraal ist hier noch. Wir haben. Nice. Erstmal vorziehen. Der hat sogar noch zwei Level dazu bekommen. Und der ist eigentlich schon gut gelevelt gewesen. Oh mein Gott.
Ich greife gerade irgendwas an. Ja, danke, Heinrich. So, ich setze mich jetzt auf Heinrich drauf. Ja. Hier kommen jetzt noch mehr Haie. Das ist schlecht. Alter, was ist das für eine Höhle? Ein Hai habe ich schon mal weg. Ich force den hier gerade noch ein bisschen weiter in Heinrich. Ja. Muss auf jeden Fall auch, denke ich mal, wieder ein Artefakt sein. Ja, so wie die Treppen hier. Das sieht übel gut hier aus. Es sieht so schön. Ich wünsche, diese Höhle wäre ohne Wasser. Wie geil wäre diese Höhle? Aber ich glaube, hier ist kein Artefakt. Hier muss eins sein. Ich glaube, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Wir machen halt die ganze Zeit jetzt alle Wege clear. Aber wir werden nicht belohnt. Hier muss es sein. Das ist jetzt das Einzige, wo ich sagen kann, hier ist safe ein Artefakt. Es muss hier. Es kann natürlich sein, dass es verbuggt ist, ne? Deswegen gucke ich mir gleich mal ein Video dazu an. Ich gucke mir gerade ein Video dazu an. Mensch, ich gerade hier Force Feed. Wenn du da hinten klarkommst, wenn jetzt in der. Ja, ne, ich clear hier gerade alles. Es ist halt nur noch hier dieses kleine Räumchen jetzt, ne? Ark the Island Underwater Cave. Hier ist das Artefakt doch. Ich hab's gesehen. Oh, Gott sei Dank. Man konnte es aber nicht vom Dings sehen irgendwie. Aber es ist direkt hier. Es ist doch direkt hier. Okay, warte, ich komme jetzt. Ich packe Heinrich in den Pokéball und komme jetzt. Artefakt der List. Da müssen wir gar nicht so weit rein. Ja gut, wir müssen auf jeden Fall trotzdem zum Ex. Ich habe schwarze Perlen, 2 Stück, stabil. Es ist direkt instant wieder gespawnt. Nice. Die dann wissen wir bei diesem Ding direkt darunter. Weil wir sind ja jetzt einen unnötigen Weg noch weitergegangen, wo auch die Artefakte, wo noch 2 Alphas waren, weißt du? Ja, klar. So. Alter. Wie du einfach hier nochmal rumschwimmst. Ach, kommst du sonst nicht rum? Hä? Wo ist es denn? Da hinten auf dem Podest hier. Steig ab, da siehst du es besser. LOL, ist das ein asoziales Dings. Ja, ist das asoziales? Es wummert, ne? Ja nicht mal. Nee, hier wummert ja auch nichts. Aber wie hell es auch hier ist, ne? Das finde ich jetzt tatsächlich frech. Aber wir haben die Höhle, jetzt müssen wir nur wieder hier raus. Ich würde sagen, wir pacen halt wirklich hier raus. Ja, ne? Müssen wir. Weißt du den Weg? Macht wenig Sinn. Ja, eigentlich ja. Doch, ich müsste ihn eigentlich kennen, ja. Meinst du auf Nahkampfschaden? Ich. Aber wie cool das hier aussieht, das mit, ey. Das mit. Also die Chitin haben wir mehr als genug. Perlen nehme ich mit. Ich werde mir safe am Ende von diesem Let's Play einfach mal eine Story, also Arc-Story-Video angucken, wo jemand mal die Story erklärt von dem ganzen Scheiß, auch mit allen Explorer-Notes und so. Das interessiert mich übel. Hast du die Explorer-Note hier mitgenommen? Wo war hier eine Explorer-Note? Ja, Lukas? Wo war die? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Achso, ja, wo war die denn? Hier vorne, auf der Kante. Oh, ich sehe sie. Perfekt. Warte, ist 2 Mal war das Artefakt. Boah, schöner Text. Die anderen können wir dann einfach wieder offstream so holen, ne? Ja, safe. Das in einer Aufnahme will ich nicht. Da will ich hier mit Ventilator, Eis, Kühlpad auf dem Kopf und allem so. Bist du bereit, durchzupacen? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ja, wir haben alle Haie verloren außer Heinrich. Das ist doch eigentlich eine gute Bilanz, oder? Ja, der Hai, der als einzigen einen Namen hatte. So, Achtung, nach oben rüberziehen. Das Gute ist, den hatte ich ja gelevelt. Ja, anders hätte der auch draufgegangen. So, jetzt direkt nach hinten drehen. Aber einer ist gerade noch hier am Ende gestorben, ne? Ja, gut, passiert, ne? Ich wurde 1, der war top, der war richtig gut, der hatte übel viel. Allgemein, es waren übel viele dabei, wo ich gedacht hätte, die wären früher schon draufgegangen. Fischfutter 7. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Lass mal den Weg so ein bisschen merken. Ich weiß den Weg, ich hab den voll im Kopf. Ah, hier sind wir das letzte Mal gestorben, ne? Genau. Dann ist der Weg ja gar nicht so weit, nein, ne? Nein, das ist ein übelst kleiner Weg. Das ist im Prinzip dreimal. Oh lol, was hier für eine Action mit Haien. Oh mein Gott. Ja, einfach drüber hinweg schwimmen. Ich glaube, die kommen ja auch nicht aus der Höhle mit raus.
Armen, dass sie kein Alpha-Hai ist. Alter, wie kommt dann ist die Höhle ja übel einfach. Dann hätten wir die beim ersten Mal schon machen können. Ja, einfach durchpacen mit den Dingern hier, ne? Hier rechts, ja, doch. Ja, ne, ich, Junge, die kannst du theoretisch mit einem Boot so, also zu Fuß machen. Mit so einem Speedboot schnell hier durchpacen. Das ist halt die einfachste, also for real ist die einfachste Höhle, die ich je gesehen habe. Alter, nicht in ihr Ernst hier, ne? Wir sind einmal hier gestorben, beide, und das komplett umsonst. Wir haben ja, eine Stunde wirklich aufgenommen, komplett umsonst. Wir hätten, das wäre eine 25-Minuten-Folge gewesen. Wir hätten auf den Kommentarschreiber hören müssen. Der hat einer geschrieben, yo, guckt doch schon ein Video, der war bezüglich der Gashöhle, aber egal, man guckt doch schon ein Video bezüglich der Höhlen an. Hätten wir es gemacht, ja, aber wir wollen ja so ein bisschen in Anführungsstrichen blauäugig rein, ne? Ja, ist ja logisch, man will ja auch ein bisschen so failen halt auch. So. Ja, erstmal wieder hier Wetter. Das Atemgerät ausziehen. Geil. Deck, gutes Wetter hier. Und den Gamma ein bisschen runterstellen. Alter. Ja, die Höhle, die war ja echt easy so, ne? Easy clap. Oh also nein, die Alphas, klar, diese, wir hatten ja 3-4 Hauptwellen, aber wir haben ja die komplette Höhle jetzt unter die Lupe genommen. Wir müssen ja gar nicht so weit rein, ne? Nein, wir biegen ja einfach vorher einmal links ab hinter diesem Ding, ne? Das sind, ohne Scheiß, im schlimmsten Fall musst du 3 Alphas töten, mehr ist es nicht. Ja, ja gut, unten die Alphas jetzt, ja, aber... Ja, unten den Raum musst du halt komplett clearen und den Weg dahin, ne? Ja, aber das geht ja auch noch. Aber das ohne geht. Scheiß, wärst also du jetzt ohne nicht Scheiß so weit vorgeschwommen, 2-3 ne? Haie nochmal leveln oder züchten, ja, dann easy. Haben wir es. Da, sagt meiner Meinung nach, einfach durch, dass man dir dann hinterherkommt ins Räumchen, da gibt halt eine Riesenschlacht so ein sozusagen, ne? Ja. Also hier mit den Balen. einfach durchpacen bis in den Raum, schnell, oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Perfekt. Schnell einfach die Haie schnell rausschmeißen und dann, ja, jalla rein da, ne? Jo. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ja, dass sie so einfach ist, ne? Bin ich jetzt ehrlich. Wir hätten da beim ersten Mal, hätten wir das schon, das Artefakt safe einmal raus haben können. Wie lange nehmen wir jetzt gerade auf für diese Höhle? Eine Stunde 13. Eine Stunde 13, wir hätten es locker. Sagen wir mal 30 Minuten mit Force-Feeden und hinschwimmen und so rausschneiden, wäre eine 30-Minuten-Folge gewesen vielleicht. Wir müssen auf jeden Fall, Fakt, müssen wir jetzt wieder Haie zähmen für auch die andere Höhle. Hier, wissen wir jetzt, wie die geht. Da brauchen wir nicht mehr so viele. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall auch mit den Walen jetzt wieder dann in die andere Höhle gehen. Und auf jeden Fall auch neue Haie wieder zählen. Wenn ihr da auf jeden Fall Tipps und Tricks habt, ob das genauso ist wie hier, dann gerne in die Kommentare. Oder wir machen direkt den anderen Ansatz, scheißen auf neue Haie zähmen, machen einfach vielleicht lassen einmal die Haie jetzt noch bumsen, dass wir 4 Haie haben, also jeder 2 quasi, und holen uns vielleicht nochmal Plesios oder Mosa einfach für die Höhle mit rein. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob Mosa halt zu groß teilweise ist, ne? Naja, es gibt ja auch die kleinen Mosas. Ja, die verschwinden irgendwie immer. Ja, aber oh Gott sei Dank hat es aufgedrückt. Plesio hätte ich, glaube ich, tatsächlich mal so angefokust, dass wir vielleicht sagen, wir gehen jetzt eher auch fürs Zähmen für ein Video her. Haie haben wir jetzt echt genug gezähmt. Also on-stream, sag ich mal. Ja, gut, das stimmt. Ja, die würde ich halt alle off-stream dann holen, weißt du. Oh, jetzt steht ein Ichi mir im Weg, Alter. Konnte ich nicht weiterschwimmen. Ich bin gerade ein bisschen nervlich tatsächlich am Ende, weil das viel zu viel Stress für nichts war eigentlich. Wir sind ja auch aber Idioten. Ich kann mal so, wir haben auch, wie oft haben wir es unterschätzt und haben aufs Maul bekommen. Deswegen jetzt lieber mal ein bisschen mehr gemacht. Ja, das stimmt schon. Und am Ende, nicht, dass wir am Ende wieder da so doof stehen, weißt du? Stell mal vor, wir wären mit allen Haien, die wir am Anfang da gehabt hätten, wären wir in dieses kleine Loch rein, hätte ja nicht gepasst. Wir wären so stuck gewesen, Alter. Wir hätten einfach gerade mit den Adlern zurückfliegen können, fällt mir gerade auf. Ja, stimmt. Aber der Weg ist ja nicht so weit. Ja, das ist tatsächlich ein ganz angenehmer Weg. Und vor allem die Wale sind ja auch sehr schnell. Ja. Ich bin jetzt schon zu Hause. Ja, ich warte. Oder bin direkt hinter dir. Kannst du eigentlich Tor auflassen? Okay. So, schnell kurz gucken nach dem... Oh, Flossen anziehen. Mal gucken, ob das Baby schon rausgeploppt ist, weil es müsste ja zeitig tatsächlich hinhauen. Jo, da ist es. Nice. Männlich oder weiblich? Ich hab's noch nicht gesehen. Männlich! So. Perfekt. So, Bobby nur ihn bei dem Inventar, was ich brauchen kann. Nö. Einmal hoch. Zack. Adler hinschmeißen. In welchen Hai hattest du meine Sachen getan? In Heike. In Heike, okay.
Hast du das Fenster zu... Fenster vor allem. Hast du das Fenster zugemacht? Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein Basilo auf Tasche. Ach, Bobby war deiner, hier ist Carmen, das meine. Ja, zwei. Ich hab so schwarze Perlen irgendwoher, keine Ahnung woher, ne? Alter, also Leute, es war irgendwie anstrengender als... Also, was heißt anstrengender als erwartet? Also, es war unnötig anstrengender. Aber gut, am Ende des Tages, ja, wie der Leon schon sagt, besser, wir sind jetzt hier, einmal dumm reingegangen, als dass wir jetzt quasi, Alter, aber Heinrich hatte auch, Viertel Leben. Ja, lass mal gerade noch ein bisschen Obsidian holen und die zwei Artefakte hinstellen, weil ich glaube, die sehen echt cool aus. Ja, kannst du machen. Viel Spaß. Du nicht, oder was? Nö, ich hab gar keinen Bock da drauf. So. Nee, ich fütter jetzt hier gerade noch kurz das Baby-Ding und, das ist hier mal kurz mein Adler hin. Alter, das ist eine... Die Länge der Folge schon wieder. Es kotzt mich schon wieder an. Es hätte 20 Minuten sein können. Hätte Fahrrad, bitte. Also unterm Strich war die Höhle jetzt doch einfach, ne? Ja, die Höhle war Pipifax. Auf jeden Fall müsst ihr dann auch mal in die Kommentare schreiben, ob die andere vielleicht ein bisschen länger ist. Was heißt? Ein weiblicher Rex Level 168. Der kann auch gerne 168 bleiben. Oh, warte mal. 249 ist das Baby übrigens. Das ist ganz stabil. Ja, mich regt's halt gerade. Mich regt's gerade auf, bin ich ehrlich. Ne? Mich regt's auf, das war jetzt eine absolut verschwendete Zeit einfach nur. Es war so viel Anstrengung, Aufwand und alles für im Prinzip: jo, schwimm rein, töte die erste Welle, töte die zweite Welle, schwimm nach unten, töte da nochmal ein paar und dann bist du durch. Dann paste du raus, das ist eine Sache ja, von. Ja, das stimmt. Das wirklich, das zu clearen, ist vielleicht eine Sache von 15 Minuten rein, raus. Dann hast du eine Art. Rein, raus. Ja. Fertig. Och. Nee, finde ich jetzt scheiße. Ach, herrje, Leute. Ja, so wie ich das gerade... Ich bin im Moment im Paradies. Ich wollte gerade sagen, müsst eigentlich hier sein gleich mal. Ich hatte gerade irgendeinen Flügelschlag gehört, aber es ist doch nicht deiner gewesen. Ja, wir haben... wir haben es geschafft. Wir haben zwei Höhlen in zwei Folgen. Ist so eigentlich ganz stabil. Gut, die eine Folge... War sehr produktiv, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe mit der Unterwasserhöhle habe ich eigentlich damit gerechnet, dass wir ein bisschen... Dass es nur halt noch schwieriger wird, weil wir halt beim ersten Mal so auf die Fresse bekommen haben. Hm. Aber Frage, irgendwie... Hast du dort Artefakt aus der Gashöhle noch bei dir drin? Nee, habe ich in die Kiste getan. In die Artefaktkiste? Ja. In die extra Artefaktkiste. Ach so, lol, ja, ah, okay. Entschuldigung, Brain AFK. Ich hatte meins nämlich hier reingetan. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir hier nur eins haben. Jo, Leute, ja. Das sind die Artefakte, die wir bis jetzt haben. Da kommen jetzt noch zwei dazu. Oh, fuck, ey. P-Froggy hüpft da unten, glaube ich, richtig spaßig rum, Alter. So, wir brauchen... wir können drei Stück herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall für die andere Unterwasserhöhle ja auch noch. Sprich, ich kann drei auf jeden Fall herstellen. Plus dann brauchen wir noch die große Eishöhle. Eins müssten wir dann noch herstellen. Ja, gut, das sollte jetzt das kleinste Problem sein dann am Ende des Tages, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Eishöhle, glaube ich, relativ easy wird, muss ich sagen. Die Eishöhle ist schwer. Ich habe das Gefühl... Die ist sehr groß. Wir sind ja nicht schlecht ausgerüstet. Oh. Hilfe. Ach, perfekt. Entschuldigung, reinfliegen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Folgt dir noch. Ah, warte dann. Oh! Alter, du Scheißvogel, Alter, irgendwann stirbst du. Und am Ende vom Projekt lassen wir dich in den Vulkan fallen. Ja, wir ziehen die Folge dann noch ein bisschen, Leute. Aber nur ein bisschen. Oh, es ist ein Stress. Ist ja noch nicht lang genug. Ja, ist so. So, warte mal, die Farben von den Dingern sind rot und rot. Scheiße. Machen wir da das ganz rot hin und da hin. So, Lorenz, bist du bereit? Ja. Nummer uno, das Artefakt des Immunen. Ich eine Kugel. Rot. Und nun, das Artefakt des schwitzenden Jalukas. Nein, das Artefakt der List. Tada! Oh, das ist pink. Ist bis jetzt das beste Artefakt, finde ich. Und hier, also das Artefakt in der Eishöhle ist eine blaue Kugel. Hey. Und dann fehlt noch ein orangenes. Guck mal, ich bin im Ei drin.
Ich bin im Eidchen. Ich glaube, ein Orangen, also ein blaues fehlt auf jeden Fall noch. Und ich glaube, noch ein Orangenes. Ich bin mir aber nicht sicher. Haben die in irgendeiner Höhle noch nicht? Ja, klar, in der Unterwasserhöhle. In der Eishöhle waren wir noch nicht und wir müssen jetzt noch die Eishöhle und die Unterwasserhöhle. Dann haben wir alle Höhlen abgeschlossen. Okay, Leute, ich bin mit Nerven komplett am Ende. Wir wissen nicht, was wir nächste Folge machen werden. Vielleicht werden wir uns an die Zähmung für die nächste Unterwasserhöhle setzen. Vielleicht sagen wir mal erst die Eishöhle. Die Haie auch nochmal einfach nebenbei bumsen, aber dann machen wir auch Stream alles. Genau. Ja, Leute, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob wir uns sehr dumm angestellt haben oder nicht. Ich sag ja, weil. Aber gut, das ist halt eine Sache, hätten wir es früher gewusst, klar. Also hätten wir es gewusst, wären wir jetzt easy 2 mal rein und rausgeschwommen, so nach dem Motto. Aber ja, waren wir halt nett, ne? Aber naja, ist ja auch egal. Gut, Leute, damit sind wir aber raus für heute. Wir hoffen natürlich trotzdem, ihr hattet Spaß. Ich habe auf jeden Fall später Spaß beim Schneiden von der Folge hier. 1 Minute 26, gut, ein bisschen was rausgeschnitten wird ja, aber naja. Gut, und ja, wie gesagt, wir sind jetzt damit raus und wünschen euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und einen schönen Pfeil im Kopf. Richtig, so sieht's aus. Und tschüss. Tschüss.